Heute treffe ich Wolfgang Beltrakis im Atelier. Er gilt als einer der grössten Kunstfälscher der ganzen Welt. Da war ich so 20 oder 19. Das fängt ja schleichend an. Man sagt ja nicht, ich werde jetzt Fälscher, oder? Mein Vater war Kirchenmaler und ich habe ja schon sehr früh mit ihm immer gearbeitet nach der Schule. Und ich bin ja mit Bildern aufgewachsen. Und der hat ja auch gemalt. Bei uns haben alle gemalt in der Familie. Und dann habe ich ja Kunststudium auch noch gemacht und dann war ich viel unterwegs. Warum haben Sie die Bilder gefälscht? Naja, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe einfach schon sehr früh gemerkt, dass ich das kann. Auch diese Handschriften eben malen. Ne? Ich meine, es gibt keinen, der das kann sonst. Ich kenne niemanden. Erstmal habe ich mich für einen Maler entschieden. Wenn mir einer gefiel, wo ich gedacht habe, den mache ich mal. Das war der erste Schritt. Und dann habe ich Recherchen angestellt, kann man den überhaupt machen? Gibt es Lücken im Werk? Man muss die Geschichte und die Kunstgeschichte der letzten 2000 Jahre muss man sich aneignen. Aber das reicht nicht. Man muss auch wirklich die Maler genau kennen, die man da macht. Man muss wissen, wie haben die gelebt? Und dann kommt die Technik dazu, dann kommen die Materialien natürlich dazu. Wir haben es geschafft, dass die Bilder viel älter wirken, als sie tatsächlich sind. Ich habe die entsprechend behandelt. Das ist ein langer Prozess über Wochen. Aber das ist sehr kompliziert. In der heutigen Zeit, wo man ein Bild völlig zerlegt, wo man unter dem Mikroskop alles anschaut, wo man die Pigmente analysiert, wo man Spektralanalysen macht. Und all diese Dinge muss solch ein Bild überstehen. Das heißt, da konnten wir arbeiten. Dann geht man morgens raus, abends wieder rein. Ist wie so ein, ja, wie eine Kaserne, auch keine Gitter. Und ich habe über Tag schon dann mit meiner Frau gearbeitet. Und wir haben nach einem halben Jahr uns wieder selbstständig und hatten ein eigenes Atelier. Und wir haben dann geschrieben, die Filme gemacht. Ich bin ja der einzige deutsche Strafgefangene, der während der Haftzeit eine eigene Fernsehserie gemacht hat. Naja, und das ging alles. Ne? Das war natürlich kein Zuckerlecken, aber es war schon machbar. Aber naja, angenehm war es nicht. Ich schätze mal so 60, 70 Bilder haben sie gefunden. Wie viel waren es zu kaufen? Ja, ich weiß nicht genau, vielleicht 300. Wie viel Geld haben Sie gemacht mit diesen Bildern? Och, das weiß ich nicht. Viel. Ziemlich viel, ja. Wir haben ja immer, Sie müssen sich nicht das so vorstellen, ich habe jetzt nicht Bilder gemalt und Geld angehäuft, sondern ich habe, wenn ich mal wieder Geld brauchte, habe ich wieder ein Bild gemalt. Wenn ich ein Haus kaufen wollte, habe ich vielleicht zwei Bilder gemalt. Wir haben toll gelebt mit unseren Kindern, überall an den Stränden auf dieser Welt. Wir haben in Südfrankreich gelebt, 25 Jahre. Das war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. In dem Moment, als alles aufflog, da wurden Sie schlagartig sehr berühmt. Also vorher war es besser. War es besser? Ja, natürlich. Da hatte ich meine Ruhe und war reich. Ich kriege heute schon fast so viel für meine Bilder wie damals. Das ist ähnlich eigentlich, die Situation inzwischen. Finanziell hat sich jetzt da gar nichts mehr geändert. Trotzdem das war leichter. Sie haben sich entschieden, die jetzigen Bilder als NFTs zu verkaufen? Ja, das hat mich interessiert, weil diese NFTs, das ist eine neue Möglichkeit, auch für Künstler, sich zu präsentieren, ne? Ohne Galeristen, also ohne eine Abhängigkeit, die man sonst hat. Da habe ich dieses Bild, diesen Salvator Mundi gemacht, das war das Projekt. Und in verschiedenen Handschriften, verschiedenen Zeiten, immer wieder variiert, andere Hintergründe und so weiter.